Heute bin ich ja wirklich gespannt, denn in diesem Paket ist ein Futterboot. Ich habe schon sehr, 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 sehr lange kein Futterboot mehr in meinen Händen. Aber heute ist es soweit und ich würde sagen, gucken wir mal, ob es den Transport unbeschadet überstanden hat. Karton im Karton. New Direction Bluetooth Baitboat 2. Fishing the Smart Way. Und hier hinten haben wir schon wieder YouTube, Facebook, Apple Store und Google Play. Und ich bin jetzt mal gespannt, weil ich habe mich mit diesem Produkt bislang noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. In YouTube öffnen. Ach, da geht es ganz allgemein zu New Direction. Okay. Bislang eher unspektakulär, aber gucken wir uns das Teil mal an. Wir finden jetzt hier eine Anleitung vom Deeper, denn da ist ein Deeper drin verbaut, ein Deeper Chirp Plus als Echolot, also nur vom Feinsten. Dann User Manual für das Baitboat. Probieren wir es einfach mal ohne. Checkliste, was alles geprüft wurde. Es wurde alles geprüft. Speedkit Beta ist da drin. Deeper ist eingebaut. Wow. Und hier nochmal ein Katalog. Andy Tackle 2020 mit dabei. Lakebook. Deeper Lakebook. Denn der Chirp, der kann nämlich richtig schön hier alles tracken. Wir haben hier ein paar Teile dran. Hier oben drin. Das hier wird wohl der Griff sein für oben dran. Dann hier zwei so Dinger noch. Da oben ist das Batteriefach. So wie es aussieht. Komm mal raus, du gutes Ding. Hallöchen. Schick. Schick, schick. Carbonoptik. Hier mit fetter Dichtung. Hier oben sind die Batterien drin. Mit Dichtung einmal bitte da drauf. Danke. Hier drin wahrscheinlich die Fernbedienung. Sonst noch was? Nö. Stelle ich es mal hier so drauf. Ach so, wenn man den Griff dran schraubt, da ist dann auch gleich eine Sicherung drin. Diese Zapfen hier, die sind direkt Sicherung, um den Batteriedeckel auch zuzumachen. Allerdings braucht man dazu einen Imbusschlüssel. Und ich würde mich nicht wundern, wenn der hier in dem Mäppchen mit dabei ist. Ja, wir haben hier ein Ladegerät dabei. Wir haben hier die Fernbedienung dabei. Die sieht ganz interessant aus. Wir haben hier eine Vielzahl an verschiedenen Antennen dabei. Und wir haben auch einen Imbusschlüssel dabei. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ist es umständlich, dass man den Griff jedes Mal hin und weg schrauben muss? Ja, es ist umständlich, dass man den Griff jedes Mal hin und weg schrauben muss. Aber er ist halt gleichzeitig auch der Garant dafür, dass kein Wasser ins Batteriefach kommt. Und kein Wasser im Batteriefach ist gut. Das ist auf jeden Fall schon mal die halbe Miete. Ihr habt ja gesehen, da war so ein Dichtungsgummi mit drin. Und ich würde jetzt mal kurz beim Äußeren bleiben des Baitboats. Das ist relativ leicht. Hier haben wir die Klappen. Ja, die Klappen, die halten gut und fest. Und auf der Rückseite, da sind so kleine Stifte drin, die die Klappen dann quasi halten. Und die halten auch richtig dolle fest. Ansonsten sieht das schick aus. Hinten zwei LEDs, zeigt wahrscheinlich an, wenn die Klappen öffnen, beziehungsweise auch zur Position des Bootes vorne Scheinwerfer. Also sieht auf jeden Fall schick aus, hat so eine Katamaranform, ist dadurch wahrscheinlich sehr stabil im Wasser, sehr schnell und auch
durch Wellen gut zu manövrieren. Ich schraube die ganze Geschichte mal eher intuitiv wie immer zusammen und gucke dann, wie weit ich komme. Und wenn ich gar nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dann schaue ich in die Anleitung. Hier haben wir die Motoren. Ich weiß nicht, ob diese Dinge für hier hinten sind. Ich weiß nicht, für was diese Teile sind. Mal gucken, ob ich das noch rausfinde. Ah ja, zu den Motoren sind eindeutig Jetmotoren. Ne? Die saugen hier an und stoßen hier das Wasser raus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Batterie überhaupt an ist. Scheint an zu sein. Aber ich packe jetzt erstmal allerhand Antennen da drauf. Und ich weiß nicht genau, welche Antenne wohin gehört. Ich habe zwei kurze, eine lange. Finde jetzt auf dem Baitboot allerdings nur zwei Anschlüsse. Die Antennen scheinen alle die gleichen zu sein. Ich würde jetzt mal intuitiv die lange hier. Der Cursor hier ist ja witzig. Ist so ein Cursor. Man kann auch mit einem Autopilot fahren. Den kann man in der App freischalten. Ich habe aber die App nicht gefunden über die Packung. Ich scanne jetzt das Ganze nochmal. Ah ja, Smart Boat. Smart Baitboat App. Ich würde sagen, das App-Thema gehen wir später erst rein. Erstmal gucken wir uns die Basisfunktionen des Bootes an. Jetzt zeigen die mir hier, dass der Deeper Chirp 2 wird hier irgendwie so dran gemacht, aber ist der jetzt hier schon fest verbaut hier drin? Ah ja, der ist hier schon fest drin. Hier. Also man kann sich den Deeper hier direkt einbauen lassen. Der ist jetzt hier im Boot drin, fest verbaut. Jetzt gucken wir mal, jetzt machen wir mal die Fernbedienung an. Fernbedienung ist an. Und schon sind wir einsatzbereit. Also das an sich hat jetzt nicht lange gedauert. Ich habe nur die Fernbedienung angemacht. Ich habe das Baitboard angemacht. Und das kann hier wohl schon losgehen. Hier hinten haben wir einen Haken. Ich schätze, da kann man seine Montage einhängen. Futterklappe 2 lange gedrückt halten, den Knopf hier. Funktioniert. Zum Auslösen der Hakenkupplung, den Knopf lange. Ah ja, das ist irgendwie so ein Öl noch ein bisschen mit drin. Ah, das haben sie gut geölt. Also das funktioniert. Luken gehen auf, Haken lässt sich auslösen, Motorleistung einstellt. Zwischen rechts und links. Das macht man hier unten. Okay. Also du hast jetzt wirklich die Handfernbedienung und du hast die App. Und in der Handfernbedienung kann man im Endeffekt auch alles machen. Ein Piep, niedriger Akkustand. Lade die Akkus auf. Zwei Pieps, kein Funksignal. Drei Pieps, kein GPS-Signal. Okay. Also, jetzt sage ich mal die Basisfunktionen, kinderleicht erklärt. Über die Fernbedienung. Normalerweise, du kommst her, legst deine Montage hier hinten rein, ja, machst dann zu, knallst Futter drauf, kannst ablassen. Du kannst aber deine Montage auch hier reinhängen. Hier ist ein kleiner Stift drinne, ja, und das funktioniert alles kinderleicht. Also, wenn ich die rechte Luke öffnen will, drücke ich einfach den Knopf hier, die linke den hier. Also, das funktioniert einwandfrei soweit. Lichter sind noch aus, ne? Wie kann ich die anschalten? Hier. Ah! Die kann ich auch über die Fernbedienung anschalten. Ich würde sagen, fahren wir mal eine Runde. Gut, ich würde sagen, das war bis jetzt sehr intuitiv und sehr, sehr einfach. Das Ding piepst hier die ganze Zeit in meiner Hand. Ich denke, die Batterie ist ein bisschen schwach. Aber ich lasse das Ding jetzt trotzdem mal rein und guck mal, wie weit wir kommen. Denn das ist ja noch ein Unboxing, ein erster Eindruck und jetzt noch kein im Einsatz oder Review-Test. Und jetzt schauen wir mal, was das Ding kann. Kann auf jeden Fall fahren. Lässt sich super easy hier mit dem Cursor steuern. Das geht echt gut. Dann kann ich die Dinger jetzt auslösen. Wir hören mal, ob es draußen klackt. Jo, klackt. Gab auch Rückmeldung über die Fernbedienung, ein Piep. Rechte Luke. Klack und ein Piep, sehr, sehr synchron das Ganze. Also das ist schon mal sehr gut.
Also, sag mal die Grundfunktionen, wie die Klappen auslösen und auch den Haken hier. So wie fahren, Lichter an und aus und diese Sachen. Also das geht wirklich super intuitiv und einfach. Ich denke, die Basisfunktionen des Bootes sind jetzt klar. Wir haben uns angeguckt, wie man den Griff draufschraubt, dass dann die Gummidichtung alles abdichtet. Wir haben die Batterien draufgeschraubt, wir haben das Ding anbekommen, wir haben es zum Laufen bekommen, wir haben die Lichter zum Leuchten bekommen, wir haben die Luken geöffnet. Wir haben den Rigstift hinten zum Rigabwerfen zum Laufen bekommen. Alles sehr, sehr intuitiv, hat sehr, sehr alles gut und einfach funktioniert. Das Letzte, womit man sich wirklich noch jetzt auseinandersetzen sollte, ist der Autopilot. Den muss man aber in der App kaufen. Und ich denke, das ist eine Geschichte, die übersteigt jetzt auch in gewissem Maße dieses Unboxing, genauso wie die Funktion des Deeper Chirps hier unten drin. Denn das sind technische Feinheiten, mit denen müssen wir uns auch erstmal selber auseinandersetzen. Da muss ich erstmal reinfinden ins Thema, um es euch dann auch handfest und knackig nahebringen zu können. Das gleiche gilt für einen echten Reichweitentest mit dem Boot und so weiter. Ich denke, im Rahmen des Unboxings ist erstmal klar, dass ND Tackle mit dem Baitboat 2 ein Boot rausgebracht hat, was augenscheinlich erstmal sehr gut funktioniert und sehr gut aussieht. Und was dann die technischen Details und Raffinessen angeht, denen widmen wir uns in einem extra Review-Video. Ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Und an dieser Stelle wisst ihr, was wichtig ist? Abonnieren und die Glocke betätigen, denn so verpasst ihr kein Unboxing und kein Gewinnspiel mehr. Vielen Dank, ich bin erstmal raus für heute.